Auguste Woche Nummer 2 2023 und damit herzliches Willkommen zu ein neues Jahr. Guten Neujahr wünsche ich euch und mit diesen Themen. Wie geht es weiter auf meinem Kanal auf Twitch und was ist eigentlich mit dem 49-Euro-Ticket geworden? Ja, die wichtige Frage, die wir uns, glaube ich, alle stellen. Was ist eigentlich mit dem 49-Euro-Ticket vom Deutschland-Ticket geworden? Ich muss sagen, ich habe eine sehr schlechte Nachricht. Eigentlich sollte ich ja seit dem 01.01.2023 stattfinden als Klimaticket, Deutschland-Ticket, was auch immer. Aber da hat sich zeitlich einfach nicht geklappt und somit soll ich laut Verkehrsbetriebe ab dem 1.4. starten. Dieses Jahr hoffe ich mal 49 Euro. Ich werde euch in den Monaten auf den Laufenden halten und ich bin selber sehr gespannt, wie das mit diesem Ticket noch weitergeht, ob das auch wirklich so kommt, wie es gesagt wird. Aktuell sind viele Veränderungen hier auf meinem Kanal, da bekommt ihr dann speziell auch nochmal in dem Monat News, der am Mittwoch, glaub, online kommt. Oder morgen? Morgen kommt das, glaub, schon online. Um 16 Uhr bekommt ihr nochmal genau detailliert, was tut sich gerade so alles so verändern, woran arbeite ich gerade. Und echt sind gerade überall ein bisschen ja, Erneuerung da. Bei, wie zum Beispiel nächste Woche, habe ich ja auch aktualisiert, auch 2023, wir haben eine neue Melodie drinnen. Ja, und generell wird das Jahr 2023 sehr komplett voll. Und ich bin mal gespannt, was auf mich dieses Jahr genau alles zurückschlägt oder noch vor mir liegt, weil ich werde auch teilweise Änderungen irgendwie auch bei mir selber privat stattfinden. Ich möchte echt nicht vorenthalten, jeden Montag und am Freitag streame ich oder Nico oder ich auf Twitch, Filmproduktion Benjamin. Montag ist das immer ab 19, 20 Uhr und am Freitag 15 oder ab 16 Uhr. Ihr könnt ja da vorbeischauen. Wir würden uns beide freuen. Heute Abend testen wir gemeinsam den Multiplayer Ziden-Simulator. Ich bin mal gespannt, wie Nico und ich mich anstellen als Ziede. Als Ziede. Haben wir 2022 schon auf der Gamescom gesehen. Ich bin mal gespannt, wie der wirklich so spielt und ob alles gut wird. Und damit da. Ich erstmal, schönen Tag, mach gut, hab eine schöne Woche. Da waren die nächste Woche Nummer 2. Bye bye, ciao.